Diese ständigen Auflagen, die ständige Gänge und jeden Tag die Zeitung aufmachen oder irgendwas hören, dann geht es nur über die Landwirtschaft. Unsere Bauern draußen haben ein Riesenproblem, ganz einfach dadurch, dass sie immer verantwortlich gemacht werden für alles, was im Klima passiert. Und 150 Jahre Industriegeschichte haben dieses Land so hergerichtet, wie wir es jetzt haben. Und nicht 150 Jahre Landwirtschaft alleine. Also da wollen wir schon auch, dass andere in die Pflicht genommen werden, nicht nur die Bauern. Sie haben eben gesagt, andere kriegen das eben jetzt, diese Elektrogeschichten und auch diese Dämmung. Ja. Wenn Sie das nochmal wiederholen können, wo ist da Ihre Ungerechtigkeit? Ja, ich finde halt, wenn man für den Klimaschutz was tun soll, dann kann es nicht sein, dass man nur die Bauern mit Auflagen belegt, mit Bürokratie überzieht und dass man den Bauern dann Vorschriften macht, was sie alles nicht dürfen. Und den Mitbürgern, denen gibt man Geld fürs Elektroauto, denen gibt man Geld, wenn sie eine Heizung reinbauen, denen gibt man Geld, wenn sie eine neue Dämmung machen. Also man belohnt sie für Klimaschutz und bei uns haut man einfach drauf und macht es mit Verboten. Und das ist nicht gerecht und der Frust ist in der Landwirtschaft ganz, ganz hoch.